Eine Familie in Indien hat ein Grab für ihr totgeborenes Mädchen gegraben und ist dabei nach Medienberichten auf ein lebendiges Baby gestoßen. Das neugeborene Mädchen lag rund 60 cm unter der Erde in einem Gefäß aus Ton und atmete noch. Ich dachte zuerst, dass meine Tochter wieder lebte, sagte der Vater des gestorbenen Kindes der Zeitung Times of India. Ich rief sofort den Krankenwagen, um sicherzustellen, dass es überlebt. In Indien werden einige Mädchen auch heute noch abgetrieben oder von ihren Familien getötet. Ein Grund dafür ist, dass Familien bei der Hochzeit ihrer Töchter oft eine hohe Mitgift zahlen müssen, obwohl diese Praxis schon seit Jahrzehnten verboten ist. Das lebende Baby sei lediglich 1,1 Kilogramm schwer und in einem kritischen Zustand. Laut den behandelnden Medizinern sei es wohl eine Frühgeburt gewesen und das habe ihr wohl das Leben gerettet. Denn die Frühgeborenen brauchen generell weniger Sauerstoff. Es ist also möglich, dass sie lediglich ein paar Stunden begraben war, sagte ein Arzt. Die Polizei sucht nun nach der Person, die das Mädchen vergraben hatte. Sie analysiere dazu Bilder von Überwachungskameras eines nahegelegenen Krematoriums. Die Personen, die solche Verbrechen begehen, zu packen, ist in Indien sehr schwer. Denn die Familien dort planen es schon bevor die Kinder zur Welt kommen und so lassen sie niemanden etwas wissen, so die Polizei. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesem Video hältst. Und wenn das dir gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch und abonniere den Kanal für weitere Videos. Danke fürs Zuschauen.